Nächste Frage hat der Reitschuster. Und Sie sollten vielleicht sich überlegen, ob Sie Begriffe wie Menschen werden wie Aussätzige behandelt, hier einfach so weiter transportieren. Niemand wird in Deutschland so behandelt. Drastische Maßnahmen, die wir treffen, wenn Sie die Maßnahmen jetzt vergleichen mit den Maßnahmen im vergangenen Jahr, dann ist ziemlich viel wieder möglich. Ziemlich sehr viel wieder möglich. Wir haben keine drastischen Einschränkungen der Maßnahmen. Frage war, ich habe Sie also richtig verstanden, die Bundesregierung geht davon aus, so haben Sie das gesagt, dass die jetzigen Maßnahmen nicht dramatisch sind. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe das verglichen mit dem vergangenen Jahr. Semantik, aber das ist genau das, was Sie an Jugend vorwerfen. Das ist, ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn wir zu einem Verfahren zurückkommen, was eine Frage und eine Antwort beinhaltet. Ist die Lage, die wir haben, wirklich nicht dramatisch? Sind böse Menschen wie ich schuld daran, dass hier vieles falsch läuft, wie Herr Seibert hier gerade jetzt auf der Bundespressekonferenz nahelegte? Ja, und dann ist mir noch ein saublöder Fehler passiert, über den ich mich selber am meisten ärgere, aber das werden Sie sehen. Ich bin auch mit Herrn Kautz heute richtig aneinander geraten. Der warf mir Sachen vor, die eigentlich in meinen Augen als Laie fast schon im juristischen Bereich relevant sein konnten. Und was ich geschrieben habe, dass beim RKI hier einer der wesentlichen Sätze für die als Grundlage der Pandemiepolitik, dass der jetzt plötzlich weg ist, das wurde dann so hingestellt, naja, ist halt irgendetwas auf der Seite der RKI. Also es war heute wirklich heftig, wir sind richtig aneinander geraten. Ich finde, das gehört sich so, das muss so sein im Journalismus, und mir wurde vorgeworfen, dass ich also die Stimmen von Bürgern, die da überreagieren, so weitergebe. Ich finde, es ist Aufgabe von Journalisten, dass sie das weitergeben, wenn die Bürger sich fühlen, und der Herr Seibert hat hier offenbar eine völlig andere Auffassung. Also schauen Sie es an, ich verspreche, das ist wirklich spannend, aber nicht auf der Zensurplattform, nicht auf YouTube, da will ich das nicht machen, ich will den Zensoren hier nicht Futter liefern, ich mache das wieder auf Odyssee und auf Rumble im freien Internet, und ich bin so froh und auch stolz ein bisschen, dass so viele mit mir rübergehen, bis zu über 280.000 waren es schon teilweise und meistens über 100.000. Vielen Dank, alles Gute. Und es gibt auch noch ein schönes Backstage heute. Moment, da muss ich jetzt kurz an meine Tasche. Das Backstage hat damit zu tun. Goldener Aluhut steht hier. Also bitte reinschauen, abonnieren hier, rübergehen, nochmal ganz einfach unten klicken. Man muss nichts abonnieren auf Rumble und auf Odyssey. Man kann sich's anschauen ohne Abo. Wenn man es abonniert, kann man auch kommentieren und wird benachrichtigt. Ist natürlich schöner. Aber ich mache für jedes Video im freien Internet hier eine Ankündigung, und ich finde, die Schwarmintelligenz, die kann hier stark sein. Und ich sage das jetzt extra nochmal, weil heute ein kleines Fernsehteam dabei ist und vielleicht bald sogar eine Sendung darüber kommt, in einem gar nicht so kleinen Sender, im Öffentlich-Rechtlichen übrigens, wie auf YouTube mit der Meinungsfreiheit umgegangen wird. Und darum sage ich das jetzt hier nochmal ausführlich. Und ja, ich hoffe, das erscheint dann auch im Öffentlich-Rechtlichen. Wäre prima. Und ich sage ja immer, da ist nicht alles schlecht, aber eben sehr viel. Alles Gute. Danke. Ciao. Das ist jetzt Semantik, was Sie betreiben. Nächste Frage hat der Reitschuster.